Es gibt Orte, die sich durch ihre Bauten eingeprägt haben. Halle Neustadt ist einer dieser Orte. Sicher, überall zwischen Rostock und Suhl wurden Neubauviertel aus dem Boden gestampft. In der Hauptstadt, in Berlin-Marzahn und Hellersdorf, auch größere. Aber Halle Neustadt war immer etwas Besonderes. Als einzige Neuplanung einer ganzen Großstadt. Ein Wohnmodell für die gesamte Republik. Die Wohnung hier in Halle Neustadt war wie ein Lottogewinn. Wir sind dort praktisch immer durch die Wohnung gegangen und haben wirklich die Badewanne gestreichelt. Ich kenne Altbauwohnung rekonstruiert in der Altstadt. Würde ich nicht tauschen. Sechs Uhr morgens, Hyazinthenstraße. Sanierte Sechsgeschosser, wie so viele in Halle Neustadt. In einem von ihnen beginnt unterm Dach für die Rosankes ein neuer Tag. Mit dem normalen Morgenstress einer jungen Familie. Vater Sascha ist Koch, Mutter Sandra Trainerin und die fünfjährigen Alicia und Jenna sind Kita-Absolventinnen. Sie müssen gleich los. Aber der Kindergarten ist nicht weit entfernt. Einer von mehreren Gründen, warum sich die Rosankes für Halle Neustadt entschieden haben. Können wir morgen spielen, bevor es losgeht? Es gibt sehr viel Grünfläche, alles ist nah beieinander, man hat kurze Wege. Egal, ob man jetzt nach Halle Zentrum, ob man nach Halle Neustadt will oder hinten ins Neustadtzentrum, halt die kurzen Wege. Wie gesagt, schön grün alles, das Wesentliche. Für die Kinder ist es schön, weil halt auch sehr viel ruhige Plätze, viel Spielplätze. Doch der Spielplatz muss noch warten, bis das Tagwerk vollbracht ist. Und das hat in Halle Neustadt immer früh am Morgen begonnen, für tausende junge Familien. Was hast du denn gemacht? 5 Uhr, Radio DDR. Guten Morgen, wir bringen Nachrichten. Um 5 aus den Federn geholt zu werden, hat für viele Halle Neustädter einen einfachen Grund. In Buna und Leuna werden die Frühschichten erwartet. Für die über 50.000 Arbeiter in den Chemiewerken wird die neue Stadt gebaut. Nicht weit entfernt von den Werken und natürlich mit Schienenanschluss. Eine gute halbe Stunde braucht die Schnellbahn bis Leuna, rund 20 Minuten bis ins Buna-Werk. Der Dunst der Karbidöfen weht dennoch nur selten nach Halle Neustadt herüber. Und auch die sonst in den meisten Städten übliche Smogglocke, genährt aus tausenden Hausschornsteinen, versperrt hier keinen Blick in den Himmel. Kohlenschleppen? Für die Neustädter Vergangenheit. Sie wohnen fernbeheizt in einer modernen Wohnung. Wo die Durchreiche ist, haben wir die Essecke. Und hier vorne ist, wo wir uns aufhalten und fernsehen. Was bezahlen Sie für die Wohnung? 91 Mark Miete mit Heizung und Warmwasser. Und wie viele Quadratmeter sind das in etwa? Etwa 60 Quadratmeter. Für 60 Quadratmeter nur 91 DDR-Mark Miete. Das waren noch Zeiten. Sagen sich auch die Rosankes, die inzwischen ein paar hundert Euro zahlen. Wir können uns nicht beschweren. Also das Service, alles drumherum, einwandfrei. Und vom Preis, ja, kann man auch nicht meckern. Bezahlbarer Wohnraum, modern und hell. Das war die Idee einer neuen Stadt. Von dieser ist auch Harald Zagelmeier bis heute begeistert. Es ist 9 Uhr und der 78-Jährige ist auf dem Weg in die Geschichtswerkstatt von Halle Neustadt. Harald Zagelmeier ist beim Leiter der Geschichtswerkstatt ein gefragter Zeitzeuge im 50. Jubiläumsjahr der Stadt. Immerhin gehörte er zum Architektenteam von Halle Neustadt, war die rechte Hand vom Chefplaner Richard Paulig, dem Vorbild vieler junger Architekten. Er hatte die größtmöglichen Erfahrungen in seinem ganzen Leben am Bauhaus und dann später auch im Ausland, wo er sogar Professor an einer amerikanischen Universität war.
Und wir waren an seinem Team sehr interessiert, mitzuarbeiten. Der aus Roßlau stammende Paulik, so schildert es sein ehemaliger Assistent, schätzte die Zusammenarbeit mit jungen Kollegen, drängte auf ein Team mit viel jugendlichem Schwung. Das war so, dass er sein breites Wissen sehr freundschaftlich weitergegeben hat. Es entstanden gute Freundschaften bei einer Flasche Bier oder auch bei einer Zigarette. Ja. Geraucht wurde sehr viel bei ihm, aber auch viel gearbeitet. Manchmal bis die halbe Nacht durch. Dennoch nahm sich Paulik auch Zeit, in Fernsehinterviews über seine vielfältigen Projekte zu berichten. Wie den alten Teil der Karl-Marx-Allee, das Berliner Opernforum, später dann Hoyerswerda, Schwedt und jetzt Eisenhüttenstadt, habe ich nur die erste Konzeption gemacht. Aha. Aber vor allen Dingen jetzt eben Halle West. Halle Neustadt erblickte als Halle West das Licht der Welt. Allerdings stießen sich die Verantwortungsträger schon bald an diesem Namen mit der politisch unerwünschten Himmelsrichtung. Vor allem, da die neue Stadt ja den Westen hinter sich lassen sollte. Zumindest machte dies der SED-Bezirkschef Horst Sindermann klar, als er am 15. Juli 1964 den Grundstein für die neue Stadt legte. Mit dem Bau der Chemiearbeiterstadt Halle West werden wir deshalb demonstrieren, wie wir uns die Verbesserung der Lebensverhältnisse der arbeitenden Menschen vorstellen. Eine Stadt, in der zu jedem zu leben, für jeden glücklich sein heißt. Für diesen Wunsch der Partei und Staatsführung lassen sich Paulik, Zagelmeier und Co. einiges einfallen. Jedes Stadtviertel erhält eine eigene Form. So wird etwa meanderförmig gebaut oder in Bögen. Die Höhen der Gebäude variieren von 5 bis 23 Geschossen. Und zwischen aller Wohnbebauung entstehen, umgeben von fast 400 Hektar Grünflächen, Geschäfte und Gaststätten. Paulik darf zunächst aus dem Vollen schöpfen, ob er nun Einraum-Apartments oder 6-Zimmer-Wohnungen entwirft. Es war ja auch bekannt, dass er bei Walter Ulbricht einen guten Namen hatte, weil von ihm gesagt wurde, da wo du baust, da wird immer eine Kneipe gebaut werden. Also es war schon einiges möglich durch seine Person. Der Ruhm des Star-Architekten fällt auch auf seine Musterstadt. Das DDR-Fernsehen nutzt sie oft als Kulisse für Unterhaltungssendungen. Chim-chimmeri, chim-chimmeri, chim-chim-chiri. Der Mann auf dem Schornstein, der hat was für sie. Chim-chimmeri, chim-chimmeri, chim-chim-chiru. Er bringt ihnen Glück und die Liebe dazu. Die Pläne der Architekten, ihr Traum von der neuen Form des Zusammenlebens, in über 2 Jahrzehnten wird er in Beton gegossen. Auch von ihnen. Es ist inzwischen 11 Uhr und eine gesellige Runde der Neustadterbauer hat sich zum Frühshoppen eingefunden. Im Reisecafé Skyline. Dieter Schäfer, Alexander Lehmann und Peter Marklein. Schweißer, Kranführer, Zimmermann. Regelmäßig treffen sich die Veteranen, um in Erinnerungen zu schwelgen. Wir waren ja eigentlich immer an Brennpunkten. Große Baustellen, wie die Scheiben, ein Jahr Tätigkeiten. Das war ja wunderbar. Ja? Da haben wir ja über Jahre einen Standort gehabt. Am schönsten fand ich oben den 003. Ja, da waren wir fast auf 90 Meter. Schöne Aussicht. Diese Häuser, die wir mitgebaut haben, hier, so diese Scheiben, also, wenn man da nach oben steht, jetzt hier, das ist so eine Höhe. Ich weiß ja nicht, wie wir das damals gemacht haben. Ob hoch hinaus oder tief nach unten, die Männer vom Bau leisten ihren Teil dazu. Vor den Toren Halles eine neue Stadt aus dem Boden zu stampfen. An einem nicht ganz unumstrittenen Bauplatz nahe der Saale. Im DDR-Fernsehen klingt dies so. Kein kapitalistischer Bauunternehmer hätte hier auch nur ein Haus gebaut. Der Baugrund denkbar ungeeignet, der Kostenaufwand für die Tiefbauarbeiten enorm hoch, viel Schlamm, viel Sand, Lehm und Grundwasser und darauf eine große Stadt. Dass diese genau hier gebaut wird, hätte sich später fast gerecht. Doch 1964 muss alles schnell gehen.
Das Tempo soll dem Westen zeigen, welche Gesellschaftsordnung mehr Dynamik hat. Und Zweifler im eigenen Land versuchte man schon mal mit starbesetzten Propagandafilmchen zu überzeugen. Hier Kurt Böwe als Bauarbeiter. Am liebsten gucke ich natürlich darüber, wenn ich einen Augenblick Zeit habe. Da gibt es keinen Kranführer, den ich nicht kenne. Es gibt natürlich auch Leute, denen das nicht gefällt, Hochhäuser. Die möchten am liebsten klein-klein weitermachen. Neulich hat bei uns in der Brigade ein Schriftsteller vorgelesen. Neutsch, Spur der Steine, kennen Sie doch. Da sagt einer in seiner Geschichte, ich hoffe, Genosse, du kennst den Unterschied zwischen alt und neu. Ich weiß nicht, ob das Neue mal schön ist, aber notwendig ist es. Schön ist keine Alternative zu alt, sondern neu. Naja, der Mann hat recht. Schön muss man eben auch lernen. Mit Schönheitsfragen können sich nur die Bauarbeiter im Fernsehen beschäftigen, wo alles spielend leicht von der Hand geht. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Das spornt jeden Facharbeiter an, mal nach Halle West, mal das mit durchführen und mal mitbauen, wie wird das in Halle West werden und wie wird, kann das sein. Ja? Das ist natürlich viel wert. Das zieht viel Arbeit nach Halle West. Auch weil die Bezahlung stimmt. Nicht zuletzt wegen der unzähligen Überstunden. Manchmal hat man nicht gewusst, ob ein Männchen oder ein Weibchen ist. Wir haben jeden Tag 12 Stunden gearbeitet. Und Wochenende auch, Sonntag und Sonntag. Ja, das war schon. Wir sind mit betriebseigenen Fahrzeugen geholt worden. Es sind ja viele im Saalkreis wohnhaft gewesen. Und das hat eigentlich funktioniert. Wenn die fitten Baustellenveteranen so beim Bierchen sitzen, dann überwiegen die positiven Erinnerungen. Trotz schwerer Arbeit und trotz Mangelwirtschaft, die nach und nach auf der Großbaustelle Halle Neustadt Einzug hielt. Dann gab es diese Tonnenideologie, da wurden nur die großen Dinge gemacht. Da fehlten kleine Teile. Na ja, das hat es auch gegeben. Und später war es ganz schlimm, ganz schlimm. Statt der vielen großen Pläne wird mehr und mehr Standard umgesetzt. Die Halle Neustädter stört das nicht. Alle, die dem ersten Mieter von 1965 in die fertigen Blöcke folgen, sind froh über den Standard. Die Wohnungen sind warm und bequem. Klar, dass niemand abfällig von der Platte spricht. Nein, die Neustädter wohnten gern im Neubau. Doch was heißt wohnten? Viele der Erstbezieher wie Rita und Gernot Nimke sind bis heute geblieben. Es ist 13 Uhr und die 69-Jährigen genießen die Annehmlichkeiten ihrer modernen Wohnung. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, mit Pumpe auf dem Hof und Toilette über den Hof. Und ich denke, da braucht man dann gar nicht mehr darüber zu reden, was das Schöne an dieser Wohnung war. Es war fließend warm Wasser da, es war ein Bad da, es war eine Küche da. Es war zwar alles klein, aber es war ein Standard, der seinesgleichen suchte. Als die Nimkes 1967 nach Hanoi zogen, waren sie die typischen Vorzeigebewohner. Beide in der Chemie tätig, beide jung und frisch gebackene Eltern. Wir waren alle damals nicht viel älter als 20 Jahre. Wir kamen alle mit Kindern hier. Wir waren in jedem Karree, war hier ein Spielplatz hinter den Häusern. Und Kinder waren eine Menge. Das war damals so. Ich weiß nicht, wie der Altersdurchschnitt war, aber der war mit Sicherheit sehr niedrig. Wie jung Halle Neustadt war, wie kinderreich, dies hat selbst das DDR-Fernsehen überrascht. So viele Kinder, wie hier bei den Proben uns streckenweise zwischen den Beinen rumgelaufen sind, das haben wir an keinem anderen Ort innerhalb der Republik erlebt. Das müssen wir Ihnen wirklich sagen. Wir sind ja fast überall mit unseren Kameras. Nur haben wir einige einfach an unser Mikrofon gebeten. Wie heißt du? Claudia. Claudia und die anderen Kinder von Halle Neustadt erhalten Kitas und Schulen. Die DDR spart nicht an der Ausbildung ihrer jüngsten Bürger. Nicht gespart wird auch an der Versorgung von Hanoi.
Für die Chemiearbeiter und ihre Familien wird die größte Selbstbedienungskaufhalle der DDR errichtet. Und für deren Verhältnisse ist auch das Angebot meist recht üppig. Werte Kunden, ein Hinweis für Sie. Bitte beachten Sie unser Sonderangebot. Blumenkohl, das Stück nur 35 Pfennig. Vielen Dank. Also unsere Kunden sind schon ein kleines bisschen verwöhnt. Ja. Worauf führen Sie das zurück? Ja, Sie können es ja gar nicht schöner haben, als bei uns einzukaufen. Sie kriegen doch alles an einem Platz. Und unsere Halle Neustadt haben meiner Meinung nach sehr viel Zeit für die Familie dadurch. Freizeit. Kindertagesstätten, Schulen, Kaufhallen. Im Laufe der Jahre profitieren die Neustädter vom wachsenden urbanen Leben. Wie jedes Dorf haben die Wohnkomplexe ihre Wohngebietsgaststätte oder ihre Arztpraxen. Nur eines gibt es nicht: Straßennamen. Wohnkomplex 2, Block 387, Haus 7, Wohnung 8. So lauten Adressen in Neustadt. Eine Sache für Eingeweihte. Es ging durcheinander, aber es war immer in gewissen Abschnitt und in Vierteln. Wenn man also eine Nummer suchte, man wusste, die 200er sind da, die 600er da. Die Richtung stimmte erstmal. Die einzelnen Nummern, ja gut, das ging durcheinander, aber man fand sich zurecht. Farbtupfer gibt es nur wenige im Einheitsgrau. Raum für Individualität bleibt höchstens innerhalb der eigenen vier Wände, wenn die Mangelwirtschaft etwas hergibt. Ich war über mein kleines Reich glücklich und zufrieden. Das Einzige, was gestört hat, es war gar nicht so einfach, sich dann nachher einzurichten. In Halle Neustadt richteten sich mit der Zeit längst nicht mehr nur die Chemiewerke ein. Auch die Intelligenz wohnt gern hier. Und der zunehmende Verfall von Halles Altstadt in den letzten DDR-Jahren lässt weitere Akademiker in den Neubau umziehen. Ärzte, Professoren, Rechtsanwälte, Fotografen. Diese Pentacon Six gehört einem von ihnen. Es ist 14 Uhr geworden und Neustadt-Architekt Zagelmeier trifft sich mit Gerald Große. Ein bekannter, ein namhafter Fotograf. Einer, der, obwohl längst in Wien lebend, immer ein bekennender Neustädter blieb. Immerhin sah er seine Stadt durchs Objektiv mit anderen Augen. Tausendfach hat der heute 72-Jährige die Chemiearbeiterstadt eingefangen. Mit seiner Mittelformatkamera und in Schwarz-Weiß. Ich war schon so ein bisschen der Auffassung, man kann dort aus diesem Thema, ja, Wohnungsbau, alle kriegen eine Wohnung, alle haben es warm, haben warmes Wasser. Da kann man schon was draus machen, ja. Aber eben auch fotografisch, die Kräne, die ganzen Materialien, das hat mich irgendwie angelockt. 20 Jahre lang war Große mittendrin. Beim Aufbau von Hanoi. Einen zum Namen passenden vietnamesischen Politiker hat er dabei nicht fotografiert. Wohl aber andere Staatsgäste, wie Walter Ulbricht. Wir haben uns damals zwar alle sehr drüber gewundert, in welchem Umfang dafür Vorbereitungen getroffen wurden. Aber wer jetzt mal erlebt hat, wenn Obama nach Prag reist oder nach Berlin, da war das damals ein Katzenspiel, was da abgelaufen ist. Ja, also da konnte man sich auch als Fotograf recht frei bewegen, ohne dass man gleich weggeräumt wurde. Beim Star-Architekten Paulik war dies nie zu befürchten. Und auch Hanois Stadtchefin Liane Lang ließ sich gern von Gerald Große auf Zelluloid bannen. Die jüngste Bürgermeisterin der DDR war aber auch beim Jugendfernsehen ein gern gesehener Gast. Etwa zum 20. Neustadtgeburtstag. Unsere Bürger in den Wohngebieten haben einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass sich unsere Stadt im 35. Jahr der Gründung unseres Arbeiter- und Bauernstaates in einem sehr attraktiven Bild zeigt, dass unsere Stadt noch schöner und noch anziehender gerade zu unserem 20-jährigen Geburtstag geworden ist. Zum 50. Stadtjubiläum widmet sich Gerald Große in einer Ausstellung den Schönheiten Neustadts, dem Aufbau und dem Alltäglichen. Oder dem, was eben nicht für alle alltäglich war. Ein modernes Bad etwa. Familie Große hat es in Hanoi glücklicherweise bekommen. Wir sind damals auch als
junge Leute eigentlich immer durch die, wir waren das nicht gewöhnt. Ja, wir hatten kein Bad und eine warme Wohnung. Wir sind dort praktisch immer durch die Wohnung gegangen und haben wirklich die Badewanne gestreichelt oder den Durchlauferhitzer fürs warme Wasser. So verrückt waren wir. Verrückt waren damals nicht nur die Wannenstreichler, auch den Planern ging so einiges durch den Kopf. Mitten in Neustadt errichteten sie Block 10, das längste Wohnhaus der DDR. 900 Wohnungen für 2500 Menschen. Am Anfang war man eben auch als Fotograf von diesem Gigantismus ein bisschen angesteckt. Und diesen Block 10, einschließlich des Delta-Kindergartens, da ins rechte Bild zu rücken, damit habe ich mich schon auch öfters mal beschäftigt. Nicht fotografieren konnte Große hingegen das 100 Meter hohe Haus der Chemie, die U-Bahn und die Stadthalle. Pläne, die nie realisiert wurden. Und selbst vom Rathaus hat der Fotograf kein Bild. Es entstand kurz vor der Wende. Die Stadt nutzt es bis heute nicht. Die Neustädter hat dies offenbar nicht gestört. Sie bekannten 1989 ihre große Verbundenheit zur Stadt. Zumindest in der aktuellen Kamera. Vor 25 Jahren wurde im Westen von Halle der Grundstein gelegt für eine Stadt der Chemiearbeiter. Eine Stadt, die in einem bis dato unerreichten Tempo heranwuchs. Heute leben in Halle-Neustadt nahezu 94.000 Bürger. Also ich lebe sehr gerne hier, wirklich. Ich habe früher eine sehr viel schlechtere Wohnung gehabt. Ich finde das Wohngebiet sehr schön. Lebt hier gut. Ich bin ja auch erst seit 5 Jahren hier. Sehr bequem, ne? Und sehr schön viel Grünes. Die Heide ist sehr nah. Na? 25 Jahre später dominiert das Grün noch immer. Aber längst nicht mehr nur das Grün von Bäumen, Sträuchern und Rasenflächen. Angesichts solcher Fassaden wäre Fotograf Gerald Große mit seiner Vorliebe für Schwarz-Weiß-Bilder regelrecht aufgeschmissen. Doch nicht nur die Farbe ist neu. Die Wohnungsgesellschaften haben Millionensummen investiert in Dämmung und Barrierefreiheit, in Balkone, Terrassen und Aufzüge. Einige Blöcke wurden gar komplett umgebaut. Hinzu kommen völlig neue Gebäude, dem Charakter von Halle Neustadt angepasst. An diesen, neben dem ebenfalls neuen Einkaufszentrum mit Kino, Restaurants und Geschäften, kommt Familie Nimke fast täglich vorbei. 15 Uhr ist sie gerade vom Einkauf zurückgekehrt. Die Nimkes schätzen noch immer die kurzen Wege und die Anbindung an den Nahverkehr. Die Straßenbahn hält alle paar hundert Meter und man ist ruckzuck in Halle oder auch in der Heide, wenn man jetzt ins Heidebad will, in Richtung Göttinger Bogen und Soltauer Straße. Also es ist schon ideal und es war ja auch schon Anfang an so geplant, dass das mal kommen sollte. Letztlich konnte die Trasse aber erst nach der deutschen Einheit Wirklichkeit werden. Die Straßenbahn ist gewissermaßen ein Symbol der Einheit. Auch der zwischen Halle und Halle-Neustadt. Bis 1990 zwei völlig selbstständige Städte. Für die Vereinigung hatte sich damals eine Mehrheit der Neustädter ausgesprochen. Ich hoffe, dass der Bürgermeister uns über Halle Altstadt nicht vergisst. Gebracht hat es insofern nichts, als wir viele haben damals für den Anschluss gestimmt, in der Hoffnung, dass wir Landeshauptstadt werden. Sind wir nicht geworden. Ist so, müssen wir mit leben. Leben müssen die Neustädter auch mit dem Leerstand in einigen Stadtvierteln, etwa am Göttinger Bogen. Verlassene Blöcke, verfallene Schulen und Kitas. Die Zeiten des kinderreichen Halle-Neustadts sind Vergangenheit. Die Einwohnerzahl ist seit der Wende deutlich zurückgegangen. Von den 90.000 Menschen, die hier 1990 lebten, ist gerade mal die Hälfte geblieben. Viele der nicht mehr benötigten Wohnungen sind bereits den Abrissbaggern zum Opfer gefallen. Block 201 war der erste beim planmäßigen Rückbau der einstigen Errungenschaften des Sozialismus. Etage für Etage ist er aus dem Stadtbild verschwunden. Und der Leerstand ist auch mitten im Zentrum sichtbar. Die Nimkes haben ihn täglich vor Augen. In Gestalt der sogenannten Scheiben.
5 imposante Hochhäuser mit 18 Geschossen. 4 der Blöcke stehen seit Jahren leer und werden wohl keine Zukunft haben. Hoffnung gibt es eher nicht, denn ich war auf verschiedenen Einwohnerversammlungen auch, habe mir die Argumente angehört, dafür und dagegen. Und man hat den Eindruck, man will auch nicht unbedingt die Scheiben retten. Die Neustadterbauer auf dem Dach der einzig noch bewohnten Scheibe hoffen hingegen noch, dass Stadt und Land eine Lösung für ihre Bauwerke finden. Die Arbeit von Jahren, als dem Abriss geweihte Ruinen zu sehen, das jedenfalls tut den Bauarbeitern doch weh. Es schmerzt schon. Also meiner Ansicht nach bräuchte das nicht zu sehen. Also diese Häuser hätte man viel, viel anders nutzen können. Wa? Wie? Das wissen die Bauarbeiter aber auch nicht so recht. Die Menschen fehlen, weil die Arbeit fehlt. In den abgespeckten Chemiewerken werden schließlich deutlich weniger Mitarbeiter als früher gebraucht. Und bei Bauarbeitern sieht es auch nicht anders aus. Kein Vergleich zu früher, meinen die Veteranen. Fröhlich zur Arbeit gegangen und fröhlich nach Hause. Ohne verbissene Gesichter, wie man sie jetzt sieht. Nee, es war in Ordnung. Wurden auch viel Spaß gemacht. Späße, die Baustellenrentner offenbar jung gehalten haben, während ihr Stadtteil in die Jahre kam. Von einem Rentnerviertel kann dennoch keine Rede sein. Der Altersdurchschnitt liegt bei 47 Jahren. Dank junger Familien wie den Rosankes. Oft sind sie am Abend hier am grünen Rand von Hanoi unterwegs, auf der Peisnitzinsel, eines der Ausflugsziele, gerade für kleine und große Radler. Letzten Sommer allerdings gab es hier am Gimritzer Damm kein Durchkommen. Die Saale hatte mit 8,09 Metern den höchsten Stand seit 400 Jahren erreicht. Der MDR war vor Ort. Hier spitzt es sich zu von Stunde zu Stunde. Die Peisnitzinsel ist schon von der Saale überflutet. Nur noch ein paar Zentimeter fehlen. Dann würde auch Halle Neustadt volllaufen. Über 25.000 Einwohner wären betroffen. Letzte Barriere ist der Gimritzer Damm. Die bange Frage ist, wie lange hält er? Denn er ist schon völlig aufgeweicht. Die Sickerstellen werden immer mehr. Letztendlich hielt der Sandsackwall. Zur Freude der Feuerwehrleute, Soldaten und freiwilligen Helfer, die ihn errichtet hatten. Spätestens 2013 ist auch dem Letzten klar geworden, dass die Stadt vor 50 Jahren auf Saaleland gebaut wurde, in der Flussaue, hochwassergefährdet. Die Rosankes hätten ganz sicher mitgemacht beim Kampf gegen die Flut, aber sie waren nicht in Halle Neustadt, konnten die Rettung auch ihrer bereits evakuierten Straße nur aus der Ferne verfolgen. Es war schon ein mulmiges Gefühl, weil man hat so im Fernsehen beobachtet oder auch im Internetstream. Man hat halt auch telefoniert mit Verwandten und Familie und so. Was ist los? Wie sieht's aus? Es war merkwürdig. Zum Glück ist das Wasser nicht drüber gekommen. Für ein nächstes Mal will die Stadt an dieser Stelle besser gerüstet sein. Ein neuer, höherer Deich soll künftigen Fluten den Weg nach Hanoi versperren. Recht so finden die Rosankes, die ihrem Stadtviertel auf jeden Fall die Treue halten. Ich denke mal, wir werden hier noch eine Weile bleiben. Weil, wie gesagt, Kindergarten, Schule, wenn es dann mit den Kindern losgeht nächstes Jahr, ist alles in der Nähe. Und warum sollen wir jetzt uns irgendwo umsiedeln? Der Fotograf Gerald Große hingegen denkt daran, in ein paar Jahren umzusiedeln. Zurück nach Hanoi. Was ich damals vor fast 50 Jahren fotografiert habe, ich hätte nicht geglaubt, dass ich das noch erlebe oder dass dafür mal Interesse bestehen wird. Ich habe fotografiert eigentlich für den Moment. Vom ersten Moment beim Aufbau bis heute. Für Kranführer Alexander Lehmann gab es nie Zweifel an Halle Neustadt. Wir haben alles auf der Nase. Wir haben ärztliche Einrichtungen, alles, was ich brauche. Was brauche ich mehr?